Okay, also, das funktioniert nicht. Mal gucken. Ich setze nochmal zurück, wo ich sitze. Aha. Der Schalter setzt alles zurück. Gut zu wissen. Warte mal, kann ich. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich von da denn auch? Ach hier. Das war dumm. Okay, warte mal. Anders. Noch einmal kurz. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich hab's raus. Ich glaube, ich hab's. Obwohl, ja doch, warte, ich glaube, ich hab's. So, hier rüber. Und dann könnte ich den doch eigentlich auch darüber schicken, oder? Aha. Ah, wieso? Ah, ich dachte, er hält hier an. Ach, aber warte mal, wenn wir den da haben, dann können wir doch da rüber und gucken, was da drin ist. Ah, ist wahrscheinlich nur Schrott drin. Oh, ein blutroter Fedora. Hm. Warum nicht? Naja, aber kann ich den jetzt einfach da... Warte mal. Ist er da? Da bringt mir das natürlich gar nichts, ne? Warte mal, jetzt weiß ich was. Pass auf. Jetzt hab ich's. Pass auf. Obwohl, na, doch, warte mal, ich teste mal's. Warum bin ich denn nicht vorher drauf gekommen? Warte mal. So, jetzt ist er hier drüben, ne? Jetzt kommen wir auf jeden Fall hier rüber. Und dann funktioniert das. Könnte ich doch jetzt einfach zurücksetzen, oder? Und dann kann ich ihn doch hier rüberziehen. Warte. Bäm, und hier wieder hin. Bäm, Leute. Okay, war jetzt nicht so schwer, denn. Wenn wir drauf kommen, aber. Das war das Letzte. Scheint, als wäre ich. Das war nicht so schwer. Was kommt als Nächstes? Okay. Kommt der nächste Raum. Ne, kehre zu Sophronia zurück, okay. Gut. Puh. Also, es ist schon gar nicht so leicht. Ein bisschen complicated, aber auch nicht zu kompliziert. Sie hat ein neues Spiel. Nicht teuer. Nur Vorsicht vor dem offenen Feuer. Ich hände. Das war nicht okay. Damit können wir ihn gleich auch mal wegjagen. Aber das ist ja cool. Jetzt haben wir. Das war ja noch mehr von den Rätseln. Aber gehen wir erstmal zu ihr zurück und gucken, was Rätsel lösen können. Ich wollte gar nicht, dass Depulso-Rätsel alle machen jetzt. Wir nehmen jetzt auch die auf den Weg kommen, weil alle jetzt auf einmal zu machen, ist irgendwie auch Quatsch, oder? Obwohl, mal durch damit, ne? Gucken wir mal. Erstmal müssen wir zu ihr zurück. Hätte ich wahrscheinlich auch hin mich beamen können mit dem Flohpulver. Aber jetzt sind wir schon fast da. Lohnt sich auch nicht mehr. Weiß ich. Hallo! Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Natürlich. Hier ist es. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Okay. Gut. Theoretisch könnte man natürlich weitermachen in dem Bereich. Was haben Sie jetzt vor? Aber ich glaube, ich will einmal mir kurz mal bei den Aufträgen auch was jetzt machen können. Pflanze und ernte Flussgras. Wolke und Schmetterling. Flüchtige Begegnung. Da muss man Level 30 sein. Okay. Der Mann hinter den Monden. Ja, hallo Mora haben wir jetzt. Wir können natürlich die anderen noch finden, aber das machen wir jetzt nicht. Finde den Schatz an der Schatz, können wir fliegen gegessen. Ich würde sagen, wir machen das mal ganz weit oben. Die nächste. Und danach machen wir Professor Garlicks Aufgabe. Aber erstmal das hier. So, wir gehen trotzdem mal die Ausrüstung. Ich wollte mir den Hut mal angucken. Okay. Naja. Gut. Gut, dann lass uns mal die Aufgabe weiterlösen. Wir haben Talente vergeben. Ein Talent haben wir, dann müssen wir gucken, was er hier noch hier. Was gibt's denn hier noch so?
Wenn du einen Zauber mit einem perfekt abgeschirmten Protego blockierst, nennst du zwei Projektile. Ein erfolgreiches Ausheben und Blockierer erhöht all. Okay. Von Stupor getroffen, hier bleiben länger betäubt. Der Megapower hat eine bessere Heilwirkung. Was ist hier? Stupor 3 verursacht direkten Schaden. Ein perfekt abgeschirmter Protego-Zauber lässt einen Tag eben los. Oh, das ist auch nicht schlecht. Machen wir mal. So. Und jetzt? Auf geht's zum nächsten Abenteuer. Wir gehen ja die Hauptquest weiter. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. So, das Ganze hier oben. Da können wir. Gibt es irgendwas, was in der Nähe ist, wo wir schon waren? Hier vielleicht. Ah, lass uns reinfliegen. Das ist nicht so weit weg und auch nicht zu nah dran. Das sollten wir hinkriegen. Wieder mal auf Abenteuertour? Na, los geht's. Was ist denn da? Achso, ist nur ein Tor. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Hab ich noch Malvenkraut? Ja. Dann machen wir das auch schnell machen hier. Wenn wir hier sind. Da oben sind die Feuerschalen. Rebellion. Eine Schale, noch eine Schale. Und noch eine Schale, okay. Komm, trink! Rebellion. Nein, wo waren die anderen? Okay, da komme ich jetzt nicht hin. Gut, dann müssen wir jetzt die da oben machen. Das bringt jetzt noch nichts. Kurz hier hochflattern. Nur von hier aus schießen, das macht vielleicht mehr Sinn. Also, erst die lange, das ist die hier, ne? Da können wir uns ja hinstellen, dass wir alle treffen können, genau. Contrinko! Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Nee, das war es wirklich nicht. Aber für uns ja perfekt. So. Und ab geht's. Der nächste wilde Ritt. So, wo ist sie denn? Da hinten bei Schloss Faberthorn. Ist das das alte Schloss da anscheinend? Das sieht doch ganz schön groß aus. Ich darf rüberfliegen, oder? Ne? Okay. Erstmal ist hier auf jeden Fall ein Ding, wo wir direkt hinkommen können. Wir müssen schon mal entgegennehmen hier. Ich sage ja immer, Reisen erweitert. Oh, los geht's. Psst, hier drüben. Leise. Ah, da ist sie. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Oh. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Klar, machen wir das. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Natürlich. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Okay. Pass mal auf, dann gehen wir, warte mal. Dann gehen wir einmal kurz hier rein und werden unsere. Hier haben wir. Okay, die sind eigentlich ganz gute Moves hier. Und was haben wir da? Da kommt unsichtbar. Das und. Dann nehmen wir noch. Ja, und da unten haben wir die alle. Ja, das ist eigentlich ganz okay alles, oder? Das war das leichte Zauber, ne? Livioso, und hier nehmen wir. Okay, so. Gut, die nehmen wir alle mit. Und dann
Genau, kann es auch schon losgehen. Nein. Doch, richtig. Gut, kann es auch schon losgehen. So, wir gehen da hinten längs. Könnt ihr zumindest unsichtbar machen, denn? Ich glaube, wir kommen auch so ganz locker hoch. Was das wohl ist? Sieht aus wie eine Windmühle, also so ein Windding. Depulso. Das hat geklappt. Okay, aber dann müssen wir die Truhe mal aufmachen für die Schutzbrille. Wir können die Kiste schon auch rausholen. Warte mal. Aki. Legardium Leviosa. Was draußen? Dann brauchen wir die für irgendwas hier? Irgendwie höher zu kommen? Vielleicht, ne? Da, um da reinzukommen. Okay. Aki. Legardium Leviosa. Da komme ich aber nicht ganz hoch. Okay, da brauche ich noch eine Kiste vielleicht. Gibt es hier noch eine Kiste? Fliegen darf ich hier auch nicht. Nein, nein. Accio, Legardium Leviosa. War das so grob? Das wirkt tatsächlich nicht ganz so hoch. Da muss ich dann noch irgendwas finden hier. Ist auch noch eine Kiste gewesen, die ich mitnehmen konnte? Nee, warte, ich gucke mal zu unten. Zumindest sind da auf jeden Fall ein paar Eier, die wir einsammeln können. Und die brauchen wir nicht. Okay, dann muss ich gucken. Es muss ja irgendwas noch geben, wenn man da hinkommt. War hier noch eine Kiste drin, die ich übersehen habe? Denke nicht, ne? Nö. Hä? Ist ja schon richtig da, aber. War da oben noch irgendwo eine Kiste? Auch nicht. Was übersehe ich denn gerade? Kann ich die Kiste auch ein bisschen kaufen? Nee. Klimme die Festungsmauer, ja. Was sagt er dazu? Revelio. Hä? Jetzt habe ich erschossen nicht so. Okay, das kann ich darüber nicht. Das muss ich irgendwie anders machen. Ich weiß nicht wie. Eine Truhe, seht ihr die? Aber wie kriege ich die denn? Vingardium Leviosa. Also, was übersehe ich? Guck mal, hier unten, noch irgendwo eine Kiste ist oder so. Irgendwas übersehe ich gerade. Aber sowas von. Defunto! Komm, trink! Hä? Da komme ich nicht hoch. Defunto! Das zeigt er mir ja auch an, aber. Hab ich irgendwas übersehen? Wie eine Kiste oder so? Lass mal gucken. Hier sind ein paar Monster. Konfringo! Das ist natürlich nicht das, was ich brauche. Ja.
Rebellion. Mehr ist hier auch nicht. Ich sehe hier nicht mehr, was ich hochheben kann. Da unten vielleicht irgendwas. Da drüben ist noch eine Truhe, oder was ist das? Confringo! Das wegballern? Impulso! Okay. Jetzt gehe ich einen ganz anderen Weg hier, wo wir gar nicht hin sollen, aber. Was machen? Okay. Machen wir schnell das Malvenkraut noch hier drauf. Das kurz die Eier. Okay, wir brauchen die. Okay, ist kein Problem. Lumos. Einer fertig. Revelio. Ah, da, okay. Protego. Nein. Lumos. Das andere Ding, aber wo sind die... Wo sind die guten Schmetterlinge? Da oben. Nee, Quatsch, ist ja von der Alten. Ah, da, nee. Doch, da leuchtet doch was, ne? Nein, da nicht. Was ist denn das, was hier ganz so komische Geräusche macht? Na nö, die müssen doch auch hier irgendwo in der Nähe sein. Rebellion. Ey, wo sind die hin? Aber so rüber kann ich nicht. Lumos. Da. Ah, guck mal, wir laufen sogar da hinterher. Gut. Bin ich auch einfach durchgelaufen, habe ich gar nicht gesehen. Das war natürlich blöd, aber jetzt haben wir den. Okay, ist schön, dass wir es gelöst haben, aber trotzdem würde ich natürlich gerne wissen, was es da hinten mit sich auf sich hat hier, mit dem, wie man die Mauer da hochkommt. Was übersehe ich denn gerade da? Leutchen, was übersehe ich? Geh mal da hinten nochmal längs. Okay, bringt mir jetzt auch nicht so viel. Alter, wie komme ich denn da hoch? Wenn ich Wingardia Leviosa mache, dann kann ich ja nicht da. Kann ich ja trotzdem nicht fliegen. Also. Da kann ich das Ding hochkant stellen, irgendwie. Wingardium Leviosa. Man muss jetzt irgendwo hin tun, warte mal. Mal. Nee, das war verkehrt.
Also, Wingardium Leviosa. Ach man. Das nervt mich schon wieder. Das ist ein Accio. Defulso. Accio. Okay, aber ich komme da nicht hoch. Da muss ich irgendwas anderes noch hinlegen. Wingardium Leviosa. Nein. Accio. Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Wingardium Leviosa. Ach, warte mal. Wingardium Leviosa. So, jetzt müssen wir uns da rankommen. Pass auf, wir schieben das mal ran. Hochkantstellen. Aber wie kriegst du eine normale hochgestellt? Das muss mir mal jemand erklären. Warte, das müsste doch gehen jetzt. Ich schieb mal hier rüber. Komm schon. Jetzt hier an die Wand dran. Guck mal, das ist doch dumm. Also, wie kann ich den hochkantstellen? Das weiß ich jetzt nicht. Finden wir bestimmt noch raus, aber ich weiß nicht wie. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Nati das Tor zu öffnen. Kein Problem, machen wir kaputt hier. Aber ich kann die von hier nicht. Gebückt kann ich nicht zaubern. Das ist doch ein bisschen behindert. Können wir es auch an der Seite vielleicht machen? Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Accio. Jetzt müssen wir da reinkommen, oder? So. Aha, das könnte das Tor hochziehen. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber ihr Schwachkörper hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf. Sprengt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, ist euer Ende. Okay. Ah, warte. Das könnte man vielleicht so machen. Und Arresto Momento. Das bleibt nicht auf, ne? Wir müssen dich vielleicht benutzen. Gefolto. Accio. Wingardium Leviosa. Pass auf. Accio. Wingardium Leviosa. Hier. Hä? Okay, warte mal. Arresto Momento. Das kann ich unterklemmen oder sowas. Kann ich gar nicht, okay. Irgendwie da oben hoch vielleicht. Oder hier runter. Wo geht's denn da runter? Wir gehen mal kurz hier runter.
kriegen dieses Tor auf. Ja, kriegen wir auch, aber wie ist die Frage? Nicht irgendwie, sondern wie? Also es dreht sich und dann kann ich das ja kurz anhalten, aber da muss da irgendwie die Kiste untergeschoben werden oder die Kiste hier unten runter untergeschoben werden. Das weiß ich jetzt noch nicht. Pass mal auf. Wir machen mal so. Arresto, Moment. Das geht nicht. Die Kiste ist dafür nicht gedacht. Akio! Defulso! Dafür auch nicht. Oder warte mal, warte mal. Ist da oben irgendwas? Machen kann? Warte mal. Revelio. Ich finde es voll schwierig gerade, weil ich voll auf dem Schlauch stehe hier. Das war verkehrt, okay. Ach guck mal, mit normalen Leviosa kann ich es gut machen. Ach guck mal, dann könnte ich auch darauf klettern. Okay, hätte ich mal vorher dran denken sollen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen dumm von mir gewesen. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Haha. Das war wirklich dumm von mir. Was soll ich hier oben? Das ist die Frage. Ah, ich kann da auch hoch. Oder? Mit den normalen Leviosa kann ich es machen. Das ist doch gut zu wissen. Oh. Gut, aber wenn ich den denn habe. Akio, Ingradium Leviosa. Defulso. Nee. Ist noch ein anderer Weg, wo ich immer hoch kann oder so? Oder hoch muss? Da bringt mir das nichts, ne? Akio! Defulso! Arresto Momento! Levioso! Ah, jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es gesehen. Okay, warte. Arresto Momento. Defulso. Akio. Defulso. Akio. Ich muss die. Wo kann ich die Kiste hin tun, damit ich das Ding da hinten bekomme? Defulso. Akio. Defulso. Akio. Nochmal. Klappt das jetzt? Defulso. Akio. Defulso. Arresto Momento. Akio. Ingradium Akio. Ingradium Leviosa. Defulso. Hä? Arresto Momento. Akio. Ingradium Leviosa. Man kann das da hinten irgendwie ziehen, aber es reicht nicht, ne? Wie es gezogen wird. Jetzt geht das trotzdem, okay. Defulso. Arresto Momento. Ah, okay, jetzt weiß ich, okay. Defulso. Arresto Momento. Nein, nein. Defulso. Nein! Nicht das anpassen, das da oben. Ingradium Leviosa. Akio. Okay, warte. Nochmal. Leviosa. Nee, warte. Defulso. Ah, Mann. Leviosa. Defulso. Arresto Momento.
Levioso. Defolto. Accio. Defolto. Arresto momento. Accio. Amante. Defolto. Levioso. Okay. Defolto. Levioso. Defolto. Levioso. Defolto. Accio. Nein, das da. Oh. Alter. Ich bin gleich da. Das war gerade richtig dumm von mir. Habe ich ewig gebraucht, wieder reinzukommen. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme okay. Die Tür. Gut. Hätte ich auch gehabt. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Haltet das Brief fest! Oh. Ah, ein Greif. Endlich der Greif. Wolkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Natürlich, mit dem Besen. Affe, ey. Ich hoffe, Natti hält sich aus Ärger raus. Immer krieg ich die langweiligen Aufgaben. Also durchforsten hier? Das bringt, aber ich lasse es einfach mal. Hätte ich einfach schubsen können, wäre runtergefallen, okay. Was sollen wir noch machen? Ne, müssen wir von drüben machen. Okay, machen wir gleich. Mal gucken, was es hier noch gibt. Aha, da brauchen wir die für, okay. Los. So. Gehen wir hier längs. Levioso. Warte. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Klappen, oder? So? Nicht gerade der sicherste Ort. Pegasus Totalus. Gleich ausschalten, den Typen. Das ist Gold. So. Hat das wehgetan? Blöde Tante.
Oh, ist gar nicht so schwierig, ne? Alohomora. Okay. Das Schlösschen hier. Ich hoffe, Nadja hat es nicht so schwer. Ja. Guck mal. Noch ist ja nicht so schwierig. Oh, ich kann das auch machen. Oh, das ist ja das zweite Schloss diesmal. Das muss ja schwieriger sein, oder ist es genau das gleiche? Okay, es ist das gleiche System. Ich dachte, es wäre jetzt schwieriger bei Alohomora 2. Aber anscheinend nicht. Geld, ja, Truhe. Komische Handschuhe. Dafür kann ich nicht essen. Halt da ganz hoch. Warte, sollen wir mal kurz hochgehen? Wir gehen mal kurz mal hoch. Da oben einer sitzt und uns gleich abschießt oder so auf hier oben. Ich glaube tatsächlich nicht, aber... Warum ist das hier? Drüben ist irgendwas, ne? Da komme ich nicht einfach so rüber. Was soll das? Also irgendwas ist da ja, irgendwann ein Geheimnis. Aber wie soll ich da rüberkommen? Revelio. Naja. Gut, weiß ich jetzt auch nicht, genau. Dann gehen wir halt wieder runter. Vielleicht auch runterspringen? Oh, ne? Ist jetzt nicht so tief. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause! Vingardium Leviosa! Erwischt! Lumos! Oh! Du machst! Das war schmerzhaft! Infektio! Okay! Plantio! Brennen. Komm, trink! Ja, suchst du es überhaupt? So geht's auch. Das war nicht so, war der Kampf eigentlich nicht gedacht, aber funktioniert ja auch. Alohomora. Jetzt müsste man den eigentlich nicht mehr machen müssen. Ich finde, irgendwann, wenn man das sowieso kann, dann finde ich, muss das nicht so gelöst sein. Dann kann man sagen, okay, jetzt hat er Stufe 2, da muss er eigentlich nicht mehr öffnen im Original, sondern einfach weitermachen. Das fällt einfach nur auf. Oh nein, Deek hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Jobbert Nolle, Vorsicht. Nie so schlauer gemacht, als sie aussehen. Ah, warte mal. Schnell. Okay. Ein Niffler. Mehr Tiere? Nee, ne? Nöp, das waren die einzigen, aber. Das war alles einsammeln. Halt! Nee. Na, überall sammeln wir ein bisschen Kohle ein, ist auch nicht schlecht. So.
Lass mal kurz hier durch. Astrid, behalte dein Versteck im Auge. Ja, es gehört dir, sollte ich auf Mütze verschwinden. Der Lügner hat uns zu unseren Harpen gut betrogen, also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Okay. Oh, Schiebermütze sieht immer ganz lässig aus, aber... egal, los, komm da. Oh, höher, höher, höher. Schwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Oh, da seid ihr. Komm schon. Alle Humor. Mach schon. Sich dumm. Abracadabra, habt ihr es gehört? Wir wollten euch töten. So einen unverzeihlichen Fluch möchte ich nicht gerne abbekommen. Sinken, steigen, halten, Fluggeschwindigkeit, okay. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Haha. Schon wieder cool. Das ist echt cool. Davon haben wir doch geträumt, oder? Wie schnell als der Besen sind die jetzt aber nicht, oder? Kommt mir so vor. Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinger. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Kann man jetzt für immer den Hippogreifen? Können wir den auch rufen? Wie unseren Besen? Das ist natürlich cool. Los! Komm schon, Wolkenschwinge!
Na cool. Wolkenschwinge, los! Das ist schon cool. Gut, aber das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.